Meine sehr geehrten Damen und Herren, jetzt kommt zum 10. Kapitel: Zwingen und Binden. Und da geht es um den Sozialkontrakt. Beginnen wir da vielleicht mit den berühmten ersten Zeilen von Jean-Jacques Rousseaus Buch Der Sozialkontrakt, auch bekannt als der Gesellschaftsvertrag. Ich zitiere: Der Mensch ist frei geboren und überall sind die Menschen in Ketten. An dem Satz verdient alles hinterfragt zu werden. Ein freies Neugeborenes ist noch nie gesehen worden und die allgegenwärtigen Ketten, die sind eine Übertreibung, fast verfolgungswahnhaft. Aber der Satz von Rousseau, der sitzt. Er ist es wohl, der diesem Buch seit seinem Erscheinen im Jahr 1762 seinen gewaltigen historischen Einfluss gegeben hat. Mit Gesellschaftsvertrag ist eine freiwillige Unterwerfung der Mitglieder einer Gesellschaft unter eine Obrigkeit gemeint. Eine Obrigkeit, deren Aufgabe es ist, das Fehlverhalten des Einzelnen zu bestrafen und sie so zu zwingen, einander nicht zu schaden. Von Jean-Jacques Rousseau stammt der Gedanke übrigens nicht. Rousseaus berühmtester Vorläufer war Thomas Hobbes, der in seinem Leviathan aus dem Jahr 1651 die staatliche Autorität als einziges Mittel ansah, um den Kampf aller gegen alle zu unterdrücken. Zwischen Hobbes und Rousseau stand John Locke mit seinen zwei Abhandlungen über die Regierung. Nach Rousseau meldete sich Kant mit seiner Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht, so hieß das Buch. Und auch heute noch spielt der sogenannte Kontraktualismus eine wichtige Rolle, derzeit vor allem unter dem Einfluss von John Rawls und David Gauthier aus der letzten Hälfte des vorigen Jahrhunderts. Weniger bekannt ist, dass schon die Antike den Grundgedanken des Sozialkontrakts kannte. Man findet ihn bei Epikur, bei Cicero, bei Lukrez. Und wie üblich geht natürlich alles auf Plato zurück. Im Dialog Politeia wird der Standpunkt distanziert dargestellt, und zwar durch Glaukon, den Bruder des Plato. Platon sagt, Zitat: Von Natur nämlich, sagen sie, sei das Unrecht tun gut, das Unrecht leiden aber übel. Das Unrecht leiden aber zeichne sich aus durch größeres Übel als durch Gutes das Unrecht tun, sodass, wenn sie Unrecht einander getan und voneinander gelitten und beides gekostet haben, es denen, die nicht vermögend sind, das eine zu vermeiden und nur das andere zu wählen, vorteilhaft erscheint, sich gegenseitig darüber zu einigen, weder Unrecht zu tun noch zu leiden. Und daher haben sie denn angefangen, Gesetze und Verträge untereinander einzurichten und das von dem Gesetz Auferlegte, das Gesetzliche und Gerechte zu nennen. Ende des Zitats. Und daher sei die Gerechtigkeit, so gibt Glaukon weiters wieder, in der Mitte liegend zwischen dem Vortrefflichsten, wenn er Unrecht tun kann, ohne Strafe zu leiden, und dem Übelsten, wenn man Unrecht leiden muss, ohne sich rächen zu können. Und Glaukon fährt weiter fort mit der Parabel des Giges. Das war ein Hirt, der einen Ring fand, der ihn unsichtbar machte. Prompt bringt der Hirt den König um und beglückt dessen Frau. Das also war das Vortrefflichste, was ihm einfiel. Hobbes hat eine ähnliche Auffassung von der menschlichen Natur. Ohne eine gemeinsame Macht, die sie alle im Bann hält, würden die Menschen übereinander herfallen. Sie sind also im andauernden Kriegszustand, und zwar in einem Krieg aller Menschen gegen alle Menschen. Um aus diesem Zustand herauszukommen, braucht es eine Macht, die alle einschränkt.
Diese Macht ist für Hobbes der absolute Monarch. Es gab damals nicht viel andere Regierungsformen zur Auswahl. Durch Hobbes' Vorstellung eines Bundes, Covenants, wie er den Sozialkontrakt meistens nannte, die war revolutionär in einer Zeit, als die einzige alternative Begründung der Königsherrschaft das Gottesgnadentum war. Übrigens war der Bund nicht einer zwischen Gesellschaft und Obrigkeit, sondern einer zwischen den Mitgliedern der Gesellschaft. Es handelte sich um einen Vertrag zugunsten eines Dritten. Dass dieser Dritte dann als Herrscher seine Aufgabe ernst nehmen würde, dürfte mit Fug angenommen werden. Da es ihm andernfalls den Kopf kosten könnte. Hobbes hat den englischen Bürgerkrieg miterlebt und die Enthauptung von Karl dem I. Übrigens, Hobbes war, das sei nebenbei erwähnt, ein Geometer gewesen und der Mathematiklehrer des Kronprinzen, des späteren Karls des II. Rousseau hatte ganz andere Vorstellungen als Hobbes. Für ihn, einen gebürtigen Genfer, war kein König, sondern das Volk, der Souverän. Wie genau sich dessen Gemeinwille äußerte, blieb allerdings nebulos. Ein weiterer Unterschied zu Hobbes war Rousseaus Auffassung des Naturzustands, der bei ihm kein Krieg aller gegen alle war, sondern vielmehr ein fast paradiesisches Zusammenleben von edlen Wilden, das erst durch das Privateigentum zerstört wurde. Der Sozialkontrakt wurde ein Lieblingsthema in der Philosophie. Für die Geschichtswissenschaft dagegen ist er ein rotes Tuch. Wann soll denn dieser Kontrakt stattgefunden haben? Es mag ein paar Episoden geben, wie den Rütli-Schwur der alten Schweizer oder die US-amerikanische Declaration of Independence, die entfernte Ähnlichkeit zu so einem Gesellschaftsvertrag haben. Aber das sind wirklich singuläre Ereignisse in den vielen Jahrtausenden der menschlichen Geschichte, in der meist, so wie gestern und vorgestern, gedankenlos weitergewurstelt wird, mit Unterbrechungen durch gewalttätige Katastrophen. Eine endlose Litanei von Unterwerfung, von Zwang, Leibeigenschaft, Sklaverei und weit und breit kein Vertrag. Auch heute ist es ja nicht so, dass wir mit 18 gefragt werden, ob wir den Gesetzen zustimmen möchten oder nicht. Der Sozialkontrakt ist also ein abstrakter Mythos. Aber gerade diese Abstraktion, die bei Historikern wie beispielsweise dem Franzosen Hippolyte Taine nur Spott und Hohn hervorruft, gerade diese Abstraktion bietet die Chance, einen wichtigen Mechanismus zu begreifen. Die moderne Physik hat ja auch mit einer Abstraktion angefangen. Galilei abstrahierte von der Luft, genauer vom Luftwiderstand, und behauptete, dass alles gleich schnell fällt. Derlei stand im krassen Widerspruch zu jeder Beobachtung. Nie zeigt sich in der Welt, jedenfalls in der Welt der Naturwissenschaften, ein Mechanismus in reiner Blöße. Stets wird er überlagert durch Störglieder und durch Zusatzeffekte. Versuchen wir also jetzt, einen Mechanismus hinter dem Gründermythos des Gesellschaftsvertrags zu analysieren. Dazu verwenden wir Spieltheorie, das beste Werkzeug des methodologischen Individualismus. Letztere ist offenbar gefragt, wenn es um die Entscheidungen Einzelner geht, einen Gesellschaftsvertrag abzuschließen. Margaret Thatcher hat einmal gesagt, there is no such thing as society. Die Gesellschaft besteht aus Individuen. Sie muss sich zurückführen lassen auf die Handlungen von Individuen. Also versuchen wir Gemeinschaften auf die Wechselwirkungen ihrer atomaren Bestandteile zurückzuführen, so wie Boltzmann das Verhalten von Gasen auf die Wechselwirkung von Molekülen zurückgeführt hat.